auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Fall drauf vorstellen, der T-Serie nennt. Einmal hier ist es der T194. Der kostet dich 180.000 Euro. Den kannst du hier optimieren. Einmal mit Frontladerkonsole oder keine. Der kostet dich 800 Euro extra. Dann kannst du entscheiden, ob du 250 PS haben möchtest für 20.000 Euro. Hat 184 kW und 300 Euro Unterhalt am Tag. Dann kannst du hier die Hauptfarbe wählen, kostet dich 1500 Euro extra. Dann kannst du wählen, einmal mit Radgewichte, kostet dich 1300 Euro. Oder wenn du möchtest Pflegebereifung, kostet dich 1500 Euro. Oder mit Breitbereifung 2000 Euro. Dann sind wir wieder bei Standard. Dann kann man hier die Felgenfarbe wählen, das kostet dich hier 400 Euro extra. Dann haben wir hier das Design, also Forstkäfig. Das kostet dich 15.000 Euro. So, jetzt gehen wir mal zurück. Da habe ich ein paar gekauft. Hier einmal, das ist der reine Standard. Sieht schön aus, wenn man sieht hier. Ganz normal, wie halt üblich. Dann hier. Dann mit die Kommunalbereifung. Ein Frostdesign, dann hier die Pflegebereifung, dann habe ich hier einmal mit die Radgewichte habe ich jetzt gekauft und da schauen wir uns hier den mal an. Fahren wir mal vor. Das geht mal richtig her. Hat die Standardhupe und Umleucht funktioniert. Blinker funktioniert auch. Hinten genauso. Bremslicht. Rückfahrlicht. Hat leider keinen Rückfahrwarnton. Zusatzbeleuchtung hinten Nummer 6 und vorne Nummer 5. Dann das Normallicht. Sieht auch gut aus. Gehen wir mal in die Innensicht. Spiegel, ja, funktionieren. Die Armaturen, wie man sieht hier, sind auch animiert. Jetzt schalte ich mal kurz aus. Da geht alles runter, alle Zeiger bewegen sich. Sogar für den Tank. Sieht man auch sehr selten. Schauen wir hier vorne, ob hier vorne die Kupplung fürs Zugmaul funktioniert. Ja, die funktioniert. Wie man sieht hier, geht man die Außenansicht, dass man das richtig sehen kann. Ist hier unten in der Mitte. Da verschwindet sogar vorne ein Teil der Fronthelektraulik. War nicht schlecht. Also das ist ein Öko-Traktor. Hier da das Blue, wie man sieht. Bin ich nachher gespannt, wie er fährt, ob der auch ein Kandidat ist, der was nicht umkippt. Das funktioniert auch. Und da geht auch die Fronthelektraulik, man sieht hier rauf. Sehr interessant. Ja, das funktioniert auch hier vorne so richtig. Er neigt sich auch ein bisschen, wenn man so schaut. Fährt 53 km/h. Mal schauen, so. Ah, das ist auch einer, der was nicht umfällt. Da ist der Nasswert sehr hoch gedreht. Schauen wir uns den nächsten an. So, jetzt bin ich jetzt mit den anderen Fahrzeugen wieder drin. So, jetzt sind wir hier beim ersten, bei den Standardmodell. Da brauchen wir ja nicht zu viel, jetzt schweigen wir vor.
schon mal so her. Jetzt haben wir hier den Forst mit den Kommunalreifen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der für Spuren jetzt liegt. Ob der jetzt die gleichen Spuren liegt wie die anderen. Oder ob er andere Textur jetzt dafür hat. Ja, wie man sieht, hier leider nicht die richtigen, aber vielleicht kommt das ja noch, dass er die richtigen Reifenspur legt. Hat man gesehen, er hat so leicht so weggeschmeckt. Und jetzt haben wir hier der mit dem Pflegebereifung. Ja, der legt schon die richtigen Spuren, da passt das schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.